Es folgt ein Statement für die Demokratie. Ein Ausschnitt aus der Satire-Show Kowalski Late Night. Der Einführung in den Film von Midgard nach Utgard. Bevor es gleich losgeht, aber noch etwas, wo mir persönlich sehr am Herzen liegt. Die Demokratie. Sowohl die Kunstfigur Heiner Kowalski wie auch der reelle Mensch dahinter stehen für freiheitlich-demokratische Grundwerte. Uns hier mag das selbstverständlich vorkommen. Unzufrieden mit Politik und Bürokratie kann man ja sein, aus gutem Grund. Aber im Vergleich zu anderswo leben wir hier an einem echt privilegierten Ort. Vielleicht wissen wir das manchmal einfach zu wenig zum Schätzen. Man braucht ja bloß mal nach Russland über Google. Einfache Bürger werden eingesperrt, weil sie den Angriffskrieg beim Namen nennen. Journalisten, Oppositionelle und Kritiker fallen auch gern mal aus dem Fenster, stürzen mit dem Flugzeug ab, haben sich auf unerklärliche Weise vergiftet oder werden zufällig von einer Kugel getroffen. Redefreiheit betrifft halt auch Lebensbereiche wie Kunst und Kultur. Das, was ich hier mache, wäre unter solchen Bedingungen nur schwer oder auch gar nicht möglich. Bei uns, da kannst du sogar nachstanden und behaupten, man kann seine Meinung nicht mehr sagen, so wie damals, zur NS-Zeit, und wirst da dabei noch von der Polizei beschützt. Haben wir nicht ein Beispiel dazu? Doch, da, klar. Kenne doch bestimmt. Ja, hallo, ich bin Jana aus Kassel. Und ich fühle mich wie Sophie Scholl. Da ich seit Monaten aktiv im Widerstand bin, Reden halte, auf Demos gehe, Flyer verteile und auch seit gestern Versammlung anmelde. Ich bin 22 Jahre alt, genau wie Sophie Scholl, bevor sie den Nationalsozialisten zum Opfer fiel. Ich kann und werde niemals aufgeben, mich für Freiheit, Frieden, Liebe und Gerechtigkeit einzusetzen. Lass sie doch in Ruhe reden. Nee, für so einen Schwachsinn machst du keinen Ordner mehr. Was für Schwachsinn? Für so einen Schwachsinn machst du keinen Ordner mehr. Was hat für ein Schwachsinn? Wer sowas hier erzählt, dann sagt er doch verharmlos und vom Mode kommt. Ja, ich hab doch gar nichts gesagt. Mag ja sein, dass die Sophie Jana aus Kassel mit einer guten Intention da auftreten ist. Der Scholl-Vergleich aber, der war einfach bloß dumm. Ja, über so eine Schwurblerin kannst du ja nur lachen. Über Neonazi, selbsternannte Reichsbürger und andere Demokratiefeinde, die sich in der AfD als bürgerliche Mitte tarnen, aber nicht. Die hasserfüllte AfD-Rhetorik zeigt doch deutlich, dass es der Partei nicht um konstruktive Oppositionspolitik geht, sondern darum, mit populistischen Lügen, Diffamierungen, rassistischen Vorurteilen, Verharmlosungen und Delegitimierungen Wählerstimmen zu gewinnen. Was die wollen, ist eine Machtübernahme. Klar, welche Partei will das nicht, aber denen scheint ja jedes Mittel recht. Notfalls, vielleicht sogar gewaltsam, so wie am 29. August 2020. Hier die Sicht von einem, der live dabei war. Als die Personen letztendlich über diese Absperrgitter kletterten oder diese überstiegen und auf die Treppen hinaufrannten, war mir ja bewusst, was das bedeutet. Man wollte offensichtlich in den Reichstag eindringen, auf der Treppe des Reichstages, die dann schon vollgelaufen war mit rund, na, ich sag mal so 400, 500 Personen, konnten wir uns an der Seite der Treppe rechts hocharbeiten, wurden aber dort auf der Treppe schon massiv in Widerstandshandlungen verwickelt. Es gab Fußtritte, es gab Faustschläge, man wurde mit Fahnenstangen angegriffen, sodass ich also in meinem Zug innerhalb weniger Minuten mehrere verletzte Kolleginnen und Kollegen hatte. Von den 25 sind 6 verblieben, die es letztendlich geschafft haben. Eine Kollegin und 5 Kollegen. Man hat sich ja förmlich gefeiert auf der Treppe. Und ich möchte mal hier ganz deutlich sagen, diese Aktion, die hier durchgeführt wurde, das war nicht einfach mal so, wie es immer behauptet wird, na, lass uns mal auf die Treppe gehen, wir machen mal ein Selfie. Nein, nein, also das war hier ein ganz klassischer Angriff auf die deutsche Demokratie. Man wollte in dieses Gebäude eindringen. Und wenn behauptet wird, das wäre nicht der Fall,
dann ist das eine Lüge. Ich habe dort oben gestanden und ich habe mir insbesondere die ersten beiden Reihen dieser Personen, die dort oben sehr aggressiv auf uns zutraten, mehrmals anhören müssen, wir gehen jetzt da rein, lasst uns da rein, macht Platz, wir gehen jetzt da rein. Innerhalb kürzester Zeit hat man Unterstützungskräfte entsandt, sodass wir also innerhalb von 2 bis 3 Minuten eine ganze Einheit von Brandenburger Dienstkräften am Ort hatten, die ca. 100 Mann stark gewesen sind. Dank dieser Kräfte letztendlich konnte die Einsatzlage innerhalb kürzester Zeit wieder bereinigt werden, indem man zusammen mit diesen Einsatzkräften die Personen, die sich auf der Treppe befanden, ich sag mal leider, aber erforderlich durch Einsatz mit Pfefferspray und Schlagstockeinsatz die Treppe wieder herunterbringen konnten, sodass alle Personen dann letztendlich wieder hinter die Absperrgitter verbracht werden konnten. Ja, zum Glück. Der komplette Beitrag, Gott, 5,5 Minuten, den gibt es auf dem YouTube-Kanal von Zeit Online. Lohnt sich anzugucken. Einen ausführlichen Artikel dazu vom August 2023, also 3 Jahre danach, gibt es auf Zeit.de. Aber mit dem Ganzen hat die AfD ja bestimmt nichts zum Tun gehabt. AfD-Politikerin brachte Reichsbürger in Bundestag. BGH-Akten zeigen nun, wie genau die Beschuldigten sich auf eine Erstürmung des Reichstagsgebäudes vorbereitet haben sollen. Demnach führte die ehemalige AfD-Bundestagsabgeordnete Birgit Malsack-Winkemann mehrere Mitbeschuldigte durch das Regierungsviertel. Einer der Männer machte dort auch Fotos und Videos. Vom Paul-Löbe-Haus, in dem Büros und Sitzungssäle der Parlamentarier sind, von dessen unterirdischen Zugängen zu anderen Gebäuden, einschließlich des Reichstags sowie vom Innern des Plenarsaals des Bundestages. Upsi! Aber gut, schwarze Schafe gibt es ja überall. Die sitzt ja jetzt im Knast. Da dürft's ja aktuell keine Verbindungen mehr zu Abgeordneten geben. Reichsbürgergruppe um Prinz Reuß. AfD-Politiker besuchten wohl Terrorverdächtige in Haft. 3 Bundestagsabgeordnete der AfD sollen über eine dauerhafte Besuchserlaubnis verfügen, um ihre ehemalige Parteikollegin in der Justizvollzugsanstalt Lichtenberg zu besuchen. Würden Sie sich nach einem Jahr Untersuchungshaft nicht auch freuen, wenn Sie von Dritten Besuch bekommen würden? Erklärte der AfD-Abgeordnete Jürgen Pohl auf Anfrage von Stern und RTL den Schritt. Pohl gilt als enger Vertrauter des AfD-Rechtsaußen Björn Höcke, berichtet der Spiegel. Ja klar, wer freut sich nicht über Besuch von seinen Ängsten? Ja, ja, rechter Rand und so. Aber die Parteispitze, die hat doch mit dem Extremismus nichts am Hut, oder? Auch nicht mit den Deportationsplänen, wo da in Potsdam besprochen worden sind. Die Bundessprecherin und Co-Vorsitzende der Bundestagsfraktion, die gibt sich doch immer so unwissend. Nach Recherchen von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung soll an dem Treffen im November nicht nur der persönliche Mitarbeiter von Alice Weidel, Roland Hartwig, teilgenommen haben. Auch ein weiterer Teilnehmer, Arne Friedrich Möhrig, Sohn des Initiators des Treffens mit Rechtsextremen, soll den Recherchen zufolge von der AfD bezahlt worden sein. Und zwar aus einem Budget innerhalb des Bundesvorstandes, über das Alice Weidel als Parteichefin direkt verfügen kann. Lange, ist gut jetzt. Da könnt ihr doch echt kotzen. Was Rechtsextreme wohl sonst alles mit ihrer neu erlangten Macht anstellen würden, womöglich festigen, indem sie die Macht den Gerichten und dem Volk entziehen? Vor mehr als 90 Jahren hat eine Partei genau damit Erfolg gehabt. Ja, war scheiße. Und zwar so richtig. Und dieser dunkelste Teil unserer Geschichte, der darf sich auf gar keinen Fall wiederholen. Etwa mal ansatzweise. Wenn wir unsere Privilegien nicht beschützen, kann es damit auch schnell vorbei sein. Wir haben viel zu lange den Rechten und anderen Schwurblern die Bühne überlassen, die sich auf die Meinungs- und Redefreiheit berufen. Die ist aber eben nicht grenzenlos. Und damit nicht der Eindruck entsteht, dass Nazis und Schwurbler das ganze Volk repräsentieren, ist es so wichtig, dass möglichst viele normale Menschen auf die Straße gehen und demonstrieren. Ja, demokratische Parteipolitik ist anstrengend. Das macht Autokratie aber nicht besser. Im Gegenteil, Autokraten führen Politik primär im Interesse ihres Machterhalts. Demokratische Kompromisse hingegen können im Idealfall den vielfältigen Interessen der Menschen am besten gerecht werden. Ja, Demokratie ist unbequem, aber alternativlos. Deswegen mein persönliches Anliegen. Sprecht im Bekanntenkreis, in der Stammbeiz, auf Social Media darüber, dass es eine wirklich saudumme Idee wäre, aus Protest die AfD zu wählen. Vor allem aber, geht wählen, wenn ihr wahlberechtigt seid. Jede Stimme zählt.
Wählt, wen ihr wollt. Von linksgrün versifft über regenbogenbunt bis hin zu konservativ schwarz und weiß-blau ist fast alles okay. Aber bloß nicht kackbraun und auch nicht die, wo sich in der blauen Hülle tarnen. Nein, die AfD ist keine Alternative für Deutschland. Definitiv nicht. Und falls es doch unbedingt Protest sein muss, dann wenigstens eine wie die dahin. Im Gegensatz zu einfältigen Neonazis sind die wenigstens kreativ und verstehen Humor. So, jetzt aber genug Ernst für heute. Gleich legen wir los mit dem Film. Ich gehe bloß kurz noch schiffen und ein Bier holen.